Als ich neulich morgens beim Frühstück saß und mir eine Scheibe Käse genommen habe, habe ich mich sicher zum 100. Mal gefragt, wie kommen eigentlich die Löcher in den Käse? Gibt's da vielleicht sowas wie beim Weihnachtsplätzchenbacken eine Form, in die die Käsemasse reingefüllt wird? Und da, wo nachher die Löcher sind, sind die Erhebungen? Geht es so? Oder gibt's irgendeinen Mann in irgendeiner Werkstatt, der mit einer Riesenbohrmaschine die Löcher da reinbohrt, Stück für Stück und alle in unterschiedlicher Größe? Wird das so gemacht? Oder gibt es vielleicht irgendwo ein Roboterteam, das die Löcher stanzt, vollautomatisch und elektronisch gesteuert? Die Roboter machen ja heute so vieles, bauen Autos. Geht das vielleicht so? Nachdem ich mir eine ganze Weile überlegt hatte, wie es gehen könnte, habe ich gesagt, so, jetzt bin ich's leid. Jetzt will ich das Geheimnis ein für alle Mal lösen. Habe mich in mein Auto gesetzt und bin losgefahren. Und bin gelandet in einer Gegend, wo die Häuser solche Giebel haben. In der Schweiz. Der Käse mit den Löchern heißt ja auch Schweizer Käse. Das ist eine Käserei. Und das sind die Geheimnisträger, der Werner von Niederhäusern, der Markus Schneider, der Martin Stocki und der Bert Bernhard. Außerdem spielen mit diese Kuh und viele andere Schweizer Kühe, denn Kuh gibt Milch, Milch in Kanne, Kanne in die Käserei, auskippen, sieben, messen, wiegen, registrieren und dann ab in einen großen Bottich. Hier wird die Milch gesammelt. Sind in der Schweizer Milch vielleicht schon Löcher drin? Das haben wir uns mal ganz genau angeguckt, unter dem Mikroskop sogar. Diese runden Punkte sind keine Löcher, sondern das sind Fetttröpfchen. Milch besteht aus Fetttröpfchen. Das rundrum ist eigentlich Wasser. Von Löchern keine Spur. Also, die Milch ist bis jetzt ganz normal und wird umgerührt, durchgerührt. Kommt jetzt der Eimer mit den Löchern? Nein. Das ist eine Flüssigkeit, die Lab heißt. Was macht das Lab? Das Lab lässt die Milch gerinnen. Wie das aussieht, sehen wir später. Das dauert nämlich einen Augenblick. Und das in den Flaschen ist auch Milch. Und da kommen ein paar Tröpfchen von irgendwas rein. Und was ist dieses Irgendwas? Auch das haben wir uns mal ganz genau angeguckt, wieder unter dem Mikroskop. Das sind Bakterien. Bei Bakterien denkt man immer gleich an Krankheit oder sowas. Es gibt über 1600 Arten. Dabei gibt es welche, die einen krank machen. Und es gibt nützliche Bakterien. Das sind solche nützlichen Bakterien. Damit die nützlichen Bakterien sich auch richtig wohlfühlen, müssen die 24 Stunden in so einem Wasserbad bleiben, bei einer bestimmten Temperatur. Dann werden die Flaschen mit den Bakterien in den Eimer gefüllt. Und der Eimer kommt in den großen Bottich mit der Milch und dem Lab. Damit die Bakterien sich überall gleichmäßig verteilen, werden die in den Milchstrom gehalten, dass die überall hinkommen. Und wenn die guten Bakterien sich so richtig wohlfühlen, dann vermehren die sich. Und das sollen die auch. Deswegen hat die Milch eine ganz bestimmte Temperatur und wird immer wieder umgerührt, damit die Bakterien überall hinkommen. Mittlerweile wirkt die Flüssigkeit aus dem ersten Eimer, das Lab. Die Milch gerinnt. Unter dem Mikroskop sieht man, wie das geht. Erst fließen die ganzen Fetttröpfchen noch munter durcheinander. Dann werden die immer langsamer. Und dann hängen sich die Fetttröpfchen zu Inseln zusammen. Das Schwarze, das sind die Inseln. Es fließt immer langsamer. Und diese Inseln, diese zusammengebackenen Fetttröpfchen, sind eigentlich schon Käse. Und was fließt, ist Wasser. Nach einer ganzen Weile kann man das sogar mit bloßem Auge draußen in dem großen Bottich sehen. Und damit das überall gleichmäßig passiert, ist jetzt in dem Bottich sowas wie eine Harfe eingehängt. Das den Quark, so kann man das vielleicht bezeichnen, gleichmäßig durchrührt. Also, die geronnene Milch ist jetzt ganz dünner Quark geworden.
Mikroskop sieht man, wie die Flöckchen, die sich da zusammenballen, immer dicker werden. Und nach einer Weile sind die sogar so groß geworden, dass man sie aus dem großen Bottich mit der Hand rausfischen kann. Also Quark- oder Käseklümpchen. Ah, wo sind die Löcher? Die Formen werden vorbereitet. Ein Sieb hinein. Das Sieb hat ganz viele feine Löcher. Noch ein Sieb auf dem Boden. Oben auf die Form ein Kragen drauf. Wenn man genau hinguckt, hat er auch ganz feine Löcher. Und jetzt wird das, was in dem Bottich war, in diese Formen umgefüllt. Die Käsebröckchen und die dünne Flüssigkeit. Solange, bis die Formen voll sind. Und diese feinen Löcher in den Sieben halten alle Käsebröckchen fest und lassen nur die dünne Flüssigkeit raus. Was ist das? Das ist Molke. Es wird nicht weggeworfen. Damit werden Tiere gemästet. Kann man auch im Reformhaus kaufen. Wenn alle Molke raus ist, werden die Kragen abgenommen. Da sind die Käsebröckchen. Dann kommt wieder ein Sieb drauf. Auf das Sieb ein kräftiger Deckel. Auf den Deckel ein Spannkreuz. Warum? Jetzt passiert was, was man von außen nicht sehen kann. Von unten drückt in der Form ein Stempel gegen den Käse und presst den Rest der Molke noch raus. So. 24 Stunden bleibt das da drin, die geronnene Milch mit den Bakterien und dem Lab. Und das Ganze ist jetzt gepresst. Am nächsten Morgen wird das Sieb abgenommen. Das sind die Löcher vom Sieb, aber nicht die Löcher im Käse. Der Deckel wird runtergemacht. Und von dem oberen Sieb wird das, was sich da doch noch durchgepresst hat, abgeschabt. Tja, jetzt müssten aber bald irgendwie die Löcher da reinkommen. Das obere Sieb ab. Und jetzt kommt der Käse in das Bad mit den Löchern. Oder nicht? Das ist ein ganz einfaches Salzbad. Hier kommen nicht die Löcher rein. Der Käse bleibt 24 Stunden drin und bekommt dann außen eine harte Rinde. In der harten Rinde sieht man immer noch die Löchlein von den Sieben. Aber von den Löchern im Käse keine Spur. So kommt der Käse ins Lager und bleibt monatelang da liegen. Niemand geht dran. Also der kann doch gar keine Löcher haben. Wetten das doch, sagte der Herr von Niederhäusern. Und sagt, wetten das nicht? Kann doch gar nicht. Wir haben doch so genau zugeguckt. Niemand hat was dran gemacht. Kein Werkzeug, das Löcher gebohrt hat. Wie sollen die Löcher da reingekommen sein? Sagt er, passt auf, ich schneide einen an. Achtung. Oh. Alles voller Löcher. Riesengroß. Wie sind die da reingekommen? Wo haben wir nicht aufgepasst? Was ist jetzt das Geheimnis? Tja, hat der Herr von Niederhäusern gesagt. Ich kenne das Geheimnis. Und ich kann auch sagen, wann ein Käse Löcher hat. Wenn er frisch reinkommt, hat er keine. Wenn er so dick ist, hat er welche. Das kann man auch hören, wenn man dran klopft. Der klingt hohl, der hat Löcher. Und der frische klingt dumpf, der hat noch keine. Was ist da drin passiert, was wir nicht mitgekriegt haben? Tja, das ist das Geheimnis der Bakterien. Die blauen Jungs vom Anfang. Die haben sich offensichtlich sehr wohl gefühlt und haben sich vermehrt. Die müssen wir uns jetzt noch mal ganz genau angucken. So ein Ausschnitt davon. Bakterien sehen aus wie Stäbchen. Sie haben auch einen Kopf, der ist jetzt unten und hinten ein Schwanz. Aber die fressen nicht mit dem Kopf. Wenn eine Bakterie frisst, sieht das anders aus. Die legt sich neben so ein Fetttröpfchen in der Milch und saugt das aus, direkt durch die Haut. So, als würden wir Menschen uns ein Brot vor den Bauch halten und das durch die Haut reinschlürfen.
aber eine Bakterie frisst nicht nur, die atmet auch. Und ab und zu lässt sie einen Furz. Und diese Atemluft und diese Fürze sind Kohlensäure. Genau die gleichen Bläschen wie im Sprudelwasser. Nur im Sprudelwasser können sie nach draußen, im Käse nicht, der ist zu dick. Und unter dem Mikroskop kann man sehen, wie diese Bläschen sich zu immer größeren Blasen zusammenschließen. Aber das geht natürlich nur, wenn da Tausende oder Millionen von Bakterien zusammenleben und atmen. Und so entstehen die Blasen, die Löcher im Schweizer Käse. Sie sind Kohlensäure. Das Geheimnis der Löcher ist also ein für alle Mal geklärt. Die Löcher entstehen nicht wie bei Weihnachtsplätzchenbacken in der Form. Es gibt auch keinen Mann, der dir mit dem Bohrer reinbohrt und kein Roboterteam. Und nachdem ich das jetzt endlich weiß, schmeckt mir der Schweizer Käse beim Frühstück nochmal so gut. Die Reise hat sich also echt gelohnt.